Hallo zusammen. Wir stellen fest, Angela Merkel, die beste, die allerbeste, weil bisher einzige Kanzlerin der Herzen, ist lernfähig. Wir stellen weiter fest, Markus Söder, der beste Maskenkaiser Bayerns zum Fußballkaiser, hat es wegen absoluten Unvermögens wohl nicht gereicht. Markus Söder gibt den Menschen mit der Öffnung der Friseure die Würde zurück. Und ihr dürft feststellen, dass uns hier als Berliner das wirklich hochinteressante, wichtige, vor Intelligenz strotzende, von Fachwissen durchzogene, noch in 1000 Jahren wichtige Gedankengut unseres regierenden Bürgermeisters, seiner Durchlaucht Michael Müller, so wichtig ist, dass wir dann in 1000 Jahren eine Sondersendung darüber machen werden. Doch der Reihe nach. Merkel hat gelernt. Wir erinnern uns, im Sommer waren da die Zitteranfälle. Wir dachten schon, sie muss von uns gehen, aber nein, es fehlte laut Regierungssprecher lediglich an einem Glas Wasser. Das haben wir ja alle schon erlebt. Gestern nun haben wir miterleben dürfen, wie anstrengend und unterbezahlt die Regierungsarbeit doch ist. Völlig ausgefranst, die Haarpracht, atemlos durch den Tag. Kurz vor dem nächsten Zitteranfall griff unsere Grande Dame der Nation, allerdings schon lange ohne First Man an ihrer Seite, zum Tafelwasser. Mit einem Trinken spülte sie die ganze Plagerei einfach weg. Grandios, Grande Dame eben. Ja, und Söder sprach's aus. Wir geben den Menschen mit der Öffnung der Friseure ein Stück ihrer Menschenwürde zurück. Wer hat sie ihnen denn dann vorher genommen? Ach ja, richtig, die Lockdown-Verordner. Und die Geschichte wird uns lehren, in naher Zukunft werden sicher viele behaupten, ich bin's nicht gewesen. Apropos Lockdown, hier greifen wir mal einen Kommentar unter einem unserer Videos auf, nicht ohne uns über die vielen guten Kommentare zu bedanken. Diese machen uns die Arbeit wirklich angenehmer. Also, wenn es die tödliche Pandemie in der Form gäbe, wie es die Verantwortlichen und die Mainstream-Medien uns täglich weismachen wollen, bräuchte es keinen Lockdown. Die Menschen würden sich vor Angst in ihren Wohnungen verbarrikadieren und keiner würde merken, dass die Friseure zu sind. Ach ja, beinahe vergessen. Das Ergebnis stundenlanger Aufopferung, alles bleibt weiterhin zu, Lockdown bleibt wie er ist. Nun gut, wir haben es ja vorausgesagt. Fazit, Virus kommt, Lockdown, Virus mutiert, Lockdown, Fallzahlen steigen, Lockdown, Fallzahlen fallen, Lockdown, wir wissen nicht genau, Lockdown, jetzt wissen wir, Lockdown, wir machen gute Arbeit, Lockdown, naja, Lockdown, Lockdown und so weiter. Wann ist eigentlich Sankt Nimmerleinstag? Also eins noch, in Jena ist für 6.500 Haushalte die Fernwärme ausgefallen. Der Rat der Behörden dazu, schließen Sie Türen und Fenster. Wir sagen Danke. Ach, und noch eins wollen wir, nein, müssen wir noch sagen. Es ist allerdings geklaut, muss aber sein, um die Dummheit zu verstehen. Mama, was ist Immunsystem? Ach Kind, hör nicht hin, alles Verschwörungstheorien. Schönen Dank fürs Zuhören. Bitte einen Daumen nach oben. Es bröckelt, es wird. Schönen Tag noch. Wir sehen uns. Tschüss.